Die verrücktesten Geschichten aus dem Leben einer Kosmetikerin. Leute, wir haben eine brandneue Folge und die ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Die Geschichte ist wahr, die Namen sind erfunden, parallel mache ich mich ready und ganze Folgen kriegt ihr auf YouTube. Und liked doch das Format, wenn es euch gefällt, Leute, weil es dauert übertrieben lange, diese Videos zu drehen. Die Geschichte handelt von Paul und Svenja. Ja. Paul und Svenja waren vor ein paar Jahren mal ein Paar, aber es war so eher was Kindisches, was auch nicht lange gehalten hat. Irgendwie trennen sich die Wege, sie geht studieren und komischerweise findet er ganz schnell eine andere und heiratet sie auch. Die beiden haben sich aber komplett friedlich getrennt und waren halt auch so in Kontakt. Und immer wenn jemand Geburtstag hatte, hat der andere ihm gratuliert oder so an Feiertagen, man hat so Merry Christmas oder so hingeschrieben. So, wisst ihr, was ich meine? Easy. Aber beide hatten sich auch immer gern. Paul war ein extrem bekannter Sänger. Er war bekannt, das Problem, was ihn so diesen Durchbruch auch gekostet hat, war einfach, dass er zu faul war. Er hat nicht genug Konzerte gegeben, er hat sich nicht reingesteigert. Sobald er Geld verdient hat, hat er das komplett verbrasselt für alles Mögliche. Er war nicht fleißig genug. Über Social Media hat sie aber trotzdem mitbekommen, wenn er mal einen Auftritt hatte und so. War auch so ein bisschen, ja, stolz drauf. Und sie reagiert mal so auf einer seiner Postings und die beiden fangen an zu schreiben und haben auch so ein richtig intensives Gespräch. Er fing halt auch an, sich ihr gegenüber extrem zu öffnen und es kam auch dazu, dass sie wirklich über private Themen geredet haben. Und er war ja verheiratet. Und sie war so, ey, was ist eigentlich mit deiner Frau und so? Seid ihr nicht mal verheiratet? Und er meinte, ey, ich bin ehrlich zu dir, wir sind gerade in Scheidung, die Papiere sind jetzt auch alle durch und so. Es ist noch eine Frage der Zeit, wann alles offiziell durch ist. Ich habe sie nämlich erwischt, wie sie mir fremdgegangen ist. Und das hat Svenja so richtig im Herzen wehgetan, weil sie wusste insgeheim, dass er halt ein ganz, ganz toller Kerl ist. Und er hat das einfach nicht verdient. Ich meine, kein Mensch hat das verdient. Er hat auch in der Zwischenzeit in einer anderen Stadt gewohnt und meinte halt so, guck mal, lass uns mal drüber reden, wenn ich wieder in der Stadt bin. Und ich würde dich gerne treffen, wenn ich bei meinen Eltern bin. Ich würde dich gerne auf einen Kaffee einladen. Lass uns doch rausgehen und mal irgendwie einen lecker Kaffee trinken, Kaffeekuchen und ein bisschen quatschen, wie früher, wie in den alten Zeiten. Und er kam auch tatsächlich in die Stadt und die beiden trafen sich. Sie treffen sich abends auf eine Shisha und sie quatschen so die ganze Nacht und sie merken so bei beiden, irgendwie funkt da noch was, irgendwie ist da noch was und es funkt und eigentlich harmoniert es auch voll und zwischenzeitlich war die Scheidung auch schon durch. Also beschließen die beiden, ey, wollen wir dieser Sache hier nicht nochmal eine Chance geben? Ich meine, wir waren damals so jung und so unschuldig, wir wussten gar nicht, was auf uns zukommt und jetzt sind wir Erwachsener. Wollen wir dieser Sache hier nicht eine Chance geben? Und beide waren so, ja, irgendwie fühlt sich gut an. Relativ schnell beschließen die beiden auch zusammen zu wohnen und sagen so, ey, lass uns doch gleich in eine neue Wohnung ziehen. Ich meine, wir sind halt keine jungen Menschen mehr. Lass uns das mal angehen und wenn es passt, dann passt es und wenn nicht, dann nicht. Sie hat auch sehr schnell seine Familie kennengelernt und vor allem seine Mutter mochte sie so sehr. War so, ey, die ist so toll. Ihr solltet mal über heiraten nachdenken. Worauf wartet ihr noch? Ihr seid voll in diesem heiratsfähigen Alter. Und tralala, ne? Aber erstmal haben die beiden zusammen gewohnt und es hat alles so funktioniert. Dadurch, dass er Sänger war, war er halt auch häufiger auf Tour und schickte ihr dann auch so immer von hinter der Bühne, Backstage, aber auch so auf der Bühne dann so Videos und sagt, ey Schatz, guck mal, ich bin hier und so, hat sie so teilhaben lassen. Ja. Er hat ihr halt auch immer erzählt, wie viel Geld er verdienen würde und dass sie sich das zusammen aufbauen werden und dass sie eine goldige, schöne Zukunft zusammen haben werden. Und das ist so das, was jede Frau eigentlich hören will. Dein Mann ist glücklich, er macht das, was er mag und er verdient damit Geld und er denkt an euch und die Zukunft, das ist schon schön. Es lief immer alles gut, bis er dann in eine andere Stadt ging. Er war halt immer noch auf Tour und er meinte so zu ihr, hey Schatz, hör mal zu, ich habe mich dazu entschlossen, ein Auto zu kaufen und zwar ein sehr teures Auto, aber wir können es uns leisten, das ist gar kein Problem und ich will endlich mal auch so ein bisschen spüren, wofür ich arbeite und das ist halt so mein Traumauto. Ich habe mir das als kleiner Junge schon immer gewünscht, diesen Wagen zu fahren und ich wollte dir nur sagen, ich mache jetzt diesen Traum halt einfach wahr. Und sie war halt stolz auf ihn, dachte sich auch nichts dabei und sie denkt sich auch letzten Endes, ey, ist doch sein Geld, er soll doch damit machen, was er will. Und ihr ist halt einfach nur aufgefallen, dass er sich dieses Mal nicht so häufig bei ihr gemeldet hat. Er kam nach ein paar Tagen mit diesem neuen Auto nach Hause und meinte so zu ihr, Schatz, ich muss mit dir reden, aufgrund der Arbeit, ich muss umziehen. Ich muss auf jeden Fall in die und die Stadt ziehen. Da sind meine ganzen Producer und Studioleute und wir müssen da hinziehen. Gib mir mal ein paar Tage, es ist jetzt auch dringend. Ich kläre die Sache vor Ort und sobald ich da was habe, auch für dich, kommst du dann und ziehst quasi mit in die Stadt und dann klären wir das. Aber ich muss jetzt erstmal ein paar Tage off sein. Ich muss es jetzt erstmal klären da. Sie machte sich erstmal keine Gedanken darüber, weil sie sich dachte, ey, er ist Sänger, er ist jetzt gerade wirklich so am
durchbrechen und ich mache das jetzt hier einfach mit. Aber sie merkte natürlich, dass er immer abwesender wurde, abwesender und abwesender und einfach irgendwann nichts mehr ordentlich von ihm kam. Es war einfach keine tolle Beziehung mehr. Bis sie dann eines Tages einfach eine Nachricht bekam von so einer fremden Frau über Instagram. Und diese Nachricht, Leute, in dieser Nacht steht halt original so drin: Wie lange seid ihr schon zusammen? Was bist du genau? Weißt du von seinen anderen? Was geht ab? Und sie war so: Entschuldigung, wer bist du überhaupt? Excusez-moi? Sie antwortete aber direkt drauf und sagte: Hey, ich bin seine Freundin, wir sind jetzt schon ein paar Monate zusammen. Warum? Worum geht's denn hier und so? Muss ich irgendwas wissen? Ist alles okay? Und die Frau sagte ihr: Naja, ich finanziere seinen kompletten Lifestyle. Und sie war so: Was? Er hat alles mir zu verdanken, was er sich bis heute aufgebaut hat. Und sogar das Auto, was er fährt, das ist mein Auto. Svenja ist am Ende. Am Ende. Svenja ist schockiert, ruft diese Frau an und die quatschen stundenlang. Und die Frau erzählt ihr alles detailliert. Also kann auch kein Cap sein, sondern ist richtig ernst. Alles machte Sinn. Immer wenn er Svenja sagte, dass er auf Tour sei, war er bei dieser Frau. Immer wenn er dieser Frau sagte, dass er bei seinen Kindern war, war er bei Svenja. Und es kam auch raus, dass die armen Kinder ihn schon monatelang nicht gesehen hatten. Also machte diese fremde Frau mit Svenja einen Plan. Und die beiden waren so: Ey, wir lassen den Typen auffliegen, es reicht. Wir werden dem jetzt zeigen, wo lang es geht. Wir werden dem jetzt zeigen, was es heißt, Frauen zu verarschen. Die beiden statteten ihn also einen Besuch ab. Und der Typ konnte seinen Augen nicht trauen. Er war so: Was wird denn das hier? Wollt ihr mich verarschen gerade? Was ist das für eine Scheiße? Was ist denn das jetzt hier? Die Frau nahm ihm sofort sein Auto weg. Diese fremde Frau war einfach ein bisschen älter und wollte seine Aufmerksamkeit, weil er halt so ein junger, hübscher, attraktiver Mann ist. Die Frau besitzt über ein umfangreiches Vermögen und war so: Ey, ich helfe dem, berühmt zu werden, weil er kann wirklich gut singen. Und der Typ hat sie halt ständig verarscht und gesagt: Du, ich brauche halt für die Aufnahme im Studio so und so viel Geld, ich brauche noch das. Und hat quasi so von ihrem Geld gelebt. Natürlich trägt sie auch mit Schuld, weil sie das mit sich hat machen lassen, aber trotzdem war das unfair. Später kam raus, dass er bei all seinen Kumpels auch ein bisschen Schulden hatte und die Jungs quasi so den Frauen mit dabei geholfen haben, das Ganze zu entlarven und denen auch von noch mehr Details erzählt haben und so. Und da war einer seiner besten Freunde und Svenja hatte schon die ganze Zeit so sehr, sehr guten Kontakt zu ihm, weil er einfach super sympathisch war. Der wurde von Paul halt extrem verarscht, um eine Menge Geld betrogen und der kam am Ende mit Svenja sogar zusammen. Die beiden sind sogar mittlerweile verlobt und diese fremde Frau, die alles ans Licht gebracht hat und sein Finanzier war, ist sogar die Trauzeugin. Oh Gott. Mittlerweile hat er seine komplette Gesangskarriere auch aufgegeben und lebt bei seinen Eltern. Leute, wie fandet ihr die Geschichte, Leute? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Und wenn ihr solche verrückten Bedtime-Stories für mich habt, dann schickt sie mir per Mail an info@skinmeeting.de. Bessos!